Moin ihr Lieben und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. 1000 Euro werden uns den besseren Döner zeigt. Heute mit einem Special bzw. zwei sogar. Also zum einen habe ich Pärchen am Start. Das finde ich sehr geil. Das bringt so ein bisschen Dynamik rein. Zum anderen wird es zum Schluss auch noch ein Special geben, wo ich euch überrasche. Es wird nicht, sage ich euch nur jetzt, bei dem Döner-Test bleiben. Es wird noch ein Special dazukommen. Bewerbt euch gerne in den Kommentaren für die nächste Runde. Pärchen, keine Pärchen, alles egal. Bewerbt euch. Ich würde sagen, wir haben alles gesagt. Wir holen die Jury zu uns. Bilal und Ozan! Yo, holle, altes yo, Haus. Yo, 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 was geht? Na, Rudi, grüß dich. Grüß dich. Ah, Ozan, grüß dich. Gestern noch in Hamburg und jetzt in Berlin. Gestern in Hamburg, ja, und heute in Berlin. Ich wollte es gerade andersrum sagen. Heute auch der gute Ozan dabei. Erstes Video mit uns dann, beziehungsweise zweites. Eins haben wir auf deinem Kanal jetzt schon gedreht. Genau. Ist mir eine Ehre, hier zu sein. Alter. Ja, danke. Hab danke, dass ihr dabei seid. Ich habe mir gedacht, ich hole mir die zwei Berliner Kenner, gerade auf dem Dönergebiet. Ja, und wir haben gleich zwei Pärchen am Start. Die werden uns versuchen, mit ihren Döner zu überzeugen. Um wie viel Geld geht's? Gewinnerpärchen kriegt 1000 auf die Hand, genau. Und ich habe für euch auch zum Schluss noch ein Special, habe ich eben schon im Intro gesagt. Nach dem Döner-Test wird es noch einen kleinen Special geben, erzähle ich dir auch, dann werdet ihr es erfahren, wenn es soweit ist. Wie, dann kriegen wir auch 1000 oder? Ich würde gerade sagen. Ich würde sagen, wir holen die Kandidaten dazu. Die Pärchen bitte zu uns! So, ihr Lieben, erstmal danke, dass ihr hier seid. Vielen, vielen Dank. Zwei wunderschöne Pärchen habe ich ausgesucht, ne? Ja, ich würde sagen, ihr beiden, wollt ihr euch einmal noch mal kurz vorstellen? Ja, klar. Also ich bin Farshad. Die Leute nennen mich auch Faro. 30 Jahre alt, aus Hannover. Genau, und ich bin Lorena. Ich bin 28 Jahre und komme auch aus Hannover. Genau, ich bin der Simon, 21 Jahre alt, komme aus Berlin. Ich bin Maxi und komme auch aus Berlin und bin 20 Jahre alt. Okay, ich habe für euch auch schon mal, dass ich euch das gesagt habe, es wird nicht bei den zwei Döner-Tests bleiben. Ich habe ein Special heute vorbereitet für euch. Keiner von euch weiß das. Die Jury werde ich, denke ich, noch mal in Ruhe einweihen. Dich habe ich vorhin schon eingeweiht, ist mir gerade eingefallen. Aha, so läuft das alles, ja? Ja, komm mal her. Ich liebe dich. Ja, es wird auf jeden Fall wild. Ihr müsst noch Hand anlegen. Gut, alles klar, dann nehmen wir Döner Nummer 1. Das ist jetzt von euch der Döner. Ganz genau, Hisa Döner. Eine Frage, wenn ihr aus Hannover kommt, wie kommt ihr auf diesen Döner? Also ich muss da auf jeden Fall erzählen, mein Cousin lebt seit 10 Jahren in Berlin. Und immer wenn wir in Berlin waren, meint er, wir müssen unbedingt zu Hisa. Das ist der beste Döner in Berlin. Stark. Dein erster Eindruck, Ozan, was sagst du? Auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Wahl. Also mit Hisa kann man in Berlin nichts falsch machen. Da streiten ja auch immer die Geister. Bilal hat schon gesagt, manche lieben ihn, manche hassen ihn. Okay, cool. Ja, dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg und snacken den Döner. Ihr dürft den auch gerne probieren, euer Senf dazu. Aber ihr kennt den ja wahrscheinlich auch schon, ne? Nee, wir waren hier noch nie essen. Auch noch nie. Deswegen. Okay, dann bin ich umso gespannter. Dann lasst uns los, den Döner snacken. Ich hoffe, wir dürfen da ordentlich filmen. Das habe ich mal wieder nicht abgeklärt. Ihr kennt den ja auch noch gar nicht. Genau. Ihr werdet den jetzt auch testen. Was sagt ihr so zum Gesamtaufbau? Der Gerät, Hackspieß und so. Ist das das, wo ihr sagt, oh, das kann uns zur Konkurrenz werden, oder? Ich denke nicht, weil mit dem Gerät schneiden ist es vielleicht nicht so saftig, wie wenn man ein Messer schneidet. Mal gespannt. Also ich war hier noch wir lassen uns überzeugen. Ja. Ja. Genau. Okay, ja, dann wie essen wir denn den Döner jetzt? Also ich würde sagen, auf jeden Fall Fleisch und Brot extra knusprig. Ja. Und die Soßen und so darfst du gerne drauf alles draufklatschen. Oder was sagst du, Schatz? Ja, Rotwein. Soßen alles drauf. Bei mir zum Beispiel, ihr könnt alles nehmen. Ich habe überhaupt gar keine so Vorlieben bei so einem Döner. Drei Soßen, zwei Soßen, eine. Bei dir, Ozan, was sagst du? Scharf, Knoblauch, Eisberg, Rotkohl. Und ein bisschen Chili. Dann würde ich sagen, Holle isst den heute genauso. Ich nehme ihn auch gerne so. Aber ich muss dazu sagen, das Chili-Pulver hier hat es in sich. Ja. Ist kein Spaß. Ganz dezent, ganz dezent. Dann isst ihr alle den Alle so wie Holle. Dann würde ich sagen, ach, müssen wir uns jetzt anstellen. Bilal, du klärst, dass wir nicht anstellen müssen, ne? Ja, ja. Der Spieß ist nicht besonders kross und die haben halt der Gerät und die können es jetzt nicht so aktiv beeinflussen. Mit Sicherheit könnten den kurz ausstellen. Können die. Ja, aber machen die nicht, ne? Hier ist normalerweise auch wirklich Dauerverkehr. Ihr macht viel Fleisch drauf, Jungs. Extra für mich mit viel Liebe, ne? So will ich das sehen. Also die haben ordentlich reingeknallt, wenn ihr guckt, wie viel Fleisch da drin ist, Leute. Optisch haben die ganze Arbeit geleistet, ne? Das hat auf jeden Fall schon mal richtig Wumms, das Fleisch, das kann ich euch sagen. Was auf jeden Fall auffällt, ist,
dass auf einer Seite Fleisch ist und auf der anderen Seite nur Salat ist. Du merkst, hier unten ist nur Fleisch und oben der Salat, also der ist schön geordnet, ist nicht durchmischt. Ich feiere das so viel mehr. War das bei euch eine Gemeinschaftsentscheidung? Ja. Also wir haben eigentlich gesagt, der hier muss. Ja, der hier muss, weil wir kommen immer hierher. Der Döner ist auf jeden Fall geil. Auch die Soße ist sehr eigen. Nicht eine typische Berliner Soße. Also ich finde ihn sehr luftig erstmal. Ja. Das ist das erste Mal, dass ich das vom Döner sage. Er ist nicht so schwer, ne? Er ist so chillig einfach. Das ist so, wie wenn du raus und denkst, das ist und dann geht das voll auf. Weiß ich nicht, hab noch nie deswegen. Tatsächlich nicht? Nee. Also das ist mir so extrem aufgefallen. Der liegt nicht so schwer im Magen. Kann man direkt gleich den zweiten hinterher? Theoretisch schon, ja. Also bei mir, ich habe nicht so viel Fleisch, glaub ich, wie du drin gehabt. Ich muss sagen, ich finde das auch besser, wenn ein bisschen weniger Fleisch drin ist, als wenn das reingestopft ist. Die Balance geht flöten teilweise, wenn es zu viel ist, ja? Ja. Performt er so wie sonst, würde ich sagen, wieder ein guter Tag, schlechter Tag heute? Wie immer. Es macht Spaß, den zu essen einfach, ne? Es macht einfach Laune, den zu essen so. Du willst einfach nochmal reinbeißen und er soll nie enden. Ich werde mich so ein bisschen noch mit meiner Meinung bedeckt halten. Will erstmal euch auch sprechen lassen. Holle ist, glaube ich, mehr so Japlack eingestellt. Ja, ja. Holle mag nicht so Hackfleisch, oder? Doch, aber klar, mein Herz liegt bei Japlack, aber ich habe auch so geile Hackfleischdöner schon gegessen. Ich finde, wenn man selten Berliner Döner isst, so, dann flasht einen das erstmal unglaublich weg. Und wenn man mehr in den Game drin ist, ich habe jetzt auch sehr, sehr viele Berliner Döner gegessen und alle großen Namen, und man merkt zum Schluss, dass einer krass raussticht, ist dann weniger. Viele sind so irgendwie auf einem Level, aber dass einer nochmal boom, sich abhebt von der Menge. Hast du recht. Sind viele dann irgendwo auf einem Level. Hast du recht, ja. Also starker Königsbiss, das kann ich sagen, starker Königsbiss. Ich schätze euch so ein, dass ihr euch jetzt nicht von meiner Meinung beeinflussen lässt, weil ihr habt ja auch schon was dazu kundgetan. Ja. Aber vom Anfangsdöner bis hierhin habe ich ein bisschen auf was gewartet. Ich habe so gewartet auf diesen Moment, wo ich ankomme, und ich bin nicht angekommen. Jetzt beim Königsbiss schon, aber das ist zu spät, für den Döner anzukommen. Zwischendurch war das Verhältnis zu Fleisch und Salat, finde ich, nicht perfekt. Und obwohl das Fleisch so hart gewürzt war, hat mir so ein bisschen der Kick gefehlt. Ich habe auf was gewartet, aber es kam halt nicht. Sehe ich absolut anders. Absolut anders. Du bist zu sehr beeinflusst von deiner Umgebung und deinen Japlack-Dönern. 100%. Ich habe genügend Berliner Döner gegessen, um sagen zu können, das ist nicht einer der besten, den ich gegessen habe. Es geht auf Ehre bei Ihnen, Digga, das merkst du richtig. Also, das ist Bilals Lieblingsdöner und das wusste ich auch. Einer meiner Lieblingsdöner, ja, richtig. Das ist mein Kindheitsdöner. Wir sind hier gerade bei mir in der Hood. Und ich bin hier groß geworden, ich kenne den Laden noch, wo noch ein Container war früher. Ich kann nicht ohne diesen Döner leben, auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn man einen harten Berliner Döner-Fable hat, dann ist es wahrscheinlich so ziemlich genau 90%, 95%, 100% das, was man erwartet. Die Soße ist ja sehr eigen und das Fleisch auch. Manchmal habe ich Bock auf den, manchmal habe ich Bock auf Banlem und manchmal habe ich Bock auf Hamdi Baba. So wie ich Bock habe, gerade da gehe ich in Döner. Ich habe aber zum Beispiel bis zum Ende kaum Soßen gehabt, sehr wenig. Ich habe eigentlich nur Fleisch und Salat gehabt. Fleisch hat überwogen teilweise auch. Nee, Salat hat sogar überwogen bei mir teilweise. Aber ich schwöre dir, wenn das so, also angenommen, ich würde jetzt sagen auf einmal, deutschlandweit, das ist Top 5, dann kann ich mir die Kugel geben, die auch Top 10, nie im Leben. Also das kannst du nicht so, das ist ein vernünftiger, leckerer Döner, 100%, ne? Aber ich versuche immer auf Deutschland-Ebene zu bewerten und das ist ein normaler Berliner Döner für mich. Ein leckerer Döner, safe, ein leckerer Döner, ne? Aber ich warte immer drauf, dass mich das jetzt boom wegknallt und so, da haut mich der nicht um. Aber trotzdem guter Döner, Bruder, trotzdem guter Döner. Ey, die ganze knallt dir gleich, ich stich immer auf. Ich hab die Faust schon gespürt, ich hab die Faust schon gespürt. Kann jemand Polizei rufen? Also, mir wäre zu voll gewesen. Das Brot ist mir ein bisschen zu weich. Ich mag es ein bisschen mehr knusprig, aber auch nicht zu knusprig. Aber mir fehlt der Geschmackskick. Also, das ist normal. Also, es schmeckt für mich wie normaler Döner, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich überzeugt und sage, okay, wow, jetzt würde ich hier immer wieder hingehen, oder den merke ich mir. Ja, das Fleisch ist mir auch zu, da ist kein Saft drin. Das ist mir ein bisschen zu trocken. Aber an sich ist ein normaler Döner für mich. Also, ja. Ich fand den Döner nicht schlecht, um ehrlich zu sein. Ich fand den ganz gut. Das Fleisch war mir nicht knusprig genug, das war mir ein bisschen dünn, weil das halt ganz halt mit einer Maschine gemacht wurde. Aber dafür war das Fleisch halt schön lang. Das Brot hätte ein bisschen knuspriger sein können und die Soße hätte ein bisschen mehr sein können. Das liegt aber wahrscheinlich daran, dass ich immer einen Döner scharf esse. Aber allen um dran war es ein guter Döner eigentlich. Wenn man hier in der Nähe ist, kann man den bestimmt mal essen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das wäre jetzt mein Lieblingsdöner. Genau. Ja, Bieler, deine Bewertung. Also mein Döner war jetzt wirklich optimal. Von der Fleischmenge, vom Salat, von der Soße, von der Schärfe. Für mich war das ein sehr, sehr guter Döner. Also ich habe eigentlich nichts zu bemängeln an diesem Döner, den ich gerade hatte. Die Balance hat sich bei mir in dem Döner immer gesteigert. Das, was du nicht hattest, war bei mir. Bewertung 1 bis 10? 8 Punkte. 8 Punkte? 8 Punkte. Okay. Er war sehr solide. Eigentlich
Aber 8 Punkte, ich hätte gedacht, viel heftiger. Sorry, dass ich unterbreche. Ja, ja. Ich war auch gerade ein bisschen überrascht, als er gesagt hat, 8 so. Ehrlich? Kindheitsdöner, Jungs, das hier. Ich dachte auch, du gibst jetzt 10. Ja, ich dachte auch 9 oder sie sind am Ende, du hast die Nähe. Komplett alle Hoffnung genommen. Ich will nicht übertreiben. So 8 ist wirklich sehr, sehr gut. Er hat den Standard schon gut nach oben gehoben, weil ich kann jetzt nicht 9 oder 10 sein. Doch kannst du sollst das sagen, ja, was du jetzt. Ja, ich weiß, was du meinst, aber. Also, ich fand ihn gut. Er war nicht zu viel, auch nicht zu wenig. Er war genau, wie er sein muss. Ich fand die Soßen ganz solide. Das Salat war sehr frisch. Hast du nichts zu meckern? Ich bin bei 8,5. 8,5. 8,5. Ich muss nochmal nachdenken einmal. Boah. Ich sehe die Denkblase schon so mit so Plus-, Minus-Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ja, ja, ja. Also ich kann eins schon mal sagen, wenn ihr deutschlandweit die Berliner Döner anguckt, habe ich ja vorhin schon gesagt, meinen stärksten Berliner Döner sogar in Nürnberg gegessen. In Münster, da sind Dinger, die ballern den kaputt. Also ich gebe auch eine 8, aber denke ich, stabile Punktzahl für euch. Kann man überhaupt nicht meckern. Wird nicht leicht zu toppen. Ja. Kein Problem. Wir geben unser Bestes. Mal sehen, ist noch viel Luft nach oben und jetzt Abend noch mal Zahn oder was? Wir müssen da ganz noch mal Zahn fahren, jetzt 40 Minuten. Das tut mir leid, die anderen sind schuld. Alles klar, dann let's go. Oh, der Weg hierher hat zerstört das. Ja, Todes. So, hier haben wir die drei Pärchen. Wir sind schon lange ein Paar. Also, so, Spaß beiseite. Wir starten. Das ist euer Döner. Warum habt ihr ihn ausgewählt? Was macht euer Döner aus? Er ist einfach geil. Also, er schmeckt das Brot. Also, wirklich von oben bis unten ist alles super. Es schmeckt alles. Es genau. Hat uns echt gefestigt, der Döner genau. Hier. Genau. Ihm gehört auch die Bäckerei und die Bar dort. Ja. Sie hat in der Bäckerei gearbeitet, hat auch selber mitbekommen, wie die Hygiene hier ist. War sehr überzeugt davon. Und ja. Genau. Okay, geil, geil. Und was generell für ein Döner ist das, den wir jetzt essen? Das ist ein ganz normaler Berliner Döner mit Fladenbrot, Hackfleisch, genau. Mhm. Und genau, ich hoffe, der wird euch überzeugen. Ja, gut. Also haben wir Berliner Döner gegen Berliner Döner. Ja, genau. Ist ja fair. Euer erstes Feeling jetzt? Seid ihr einigermaßen zufrieden nach eurem oder habt ihr Angst noch? Also wegen der Bewertung habe ich noch einen Ticken, bin ich ins Schwanken gekommen. Ja. Ich bin wirklich gespannt, ne, wie der Döner hier ist. Ich war noch nie in Marzahn, deswegen ist das für mich jetzt auch neu. Ich denke, wir essen bestimmt einen geilen Döner, oder? Ja, ich habe auch Hunger, von daher habt ihr schon mal einen Pluspunkt. Ja, die durften eben noch nicht essen, weil ich wollte die 6 Euro sparen. Okay, dann gehen wir rein. Perfekt. Ganz kurz mal was anmerken. Ich wohne seit 28 Jahren in Berlin und das ist das dritte Mal in meinem Leben in Marzahn, glaube ich. Ehrlich? Und den Döner habe ich noch nie gegessen. Also, es ist einer der wenigen Döner in Berlin, die ich noch nie gegessen habe. Ja, und Bilal. Warst du mal hier? Ich habe schon mal hier gedreht sogar. Können Sie nicht erinnern? Das ist ein schlechtes Zeichen. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ganz schlechtes Zeichen, ja. Ich kann mich erinnern. Echt? Habe ich gesagt, gut? War gut. Okay, ja. Okay, aber du bist auch, du sagst, das ist der Beste, was Berlin gibt, 8 von 10. Er meint einer der Besten. Guck mal, ich will nicht gleich 10 Punkte geben, das ist zu übertrieben. 8 ist schon bei mir sehr, sehr krass. Aha. Okay, 8 ist krass. Also was man direkt auch sieht bei dem Döner, ne? Die schneiden mit Messer. Eben gerade drüben war halt alles Maschine, der Gerät. Und jetzt hier mit Messer. Das ist ein großer Pluspunkt. Sehr, sehr großer Pluspunkt. Gut. Der Arme läuft die ganze Zeit, wir hätten ja mal helfen können, ne? Nee, lass ihn mal ruhig schwitzen. Ich finde es sehr wichtig, bei einem Laden immer rote Zwiebeln. Mhm. Viel, viel geiler als weiße. Mhm. Viel, viel geiler als weiße. Ich bin so ein Zwiebelliebhaber, mir ist egal. Mir ist egal, ja. Hauptsache Zwiebeln. Ich liebe Zwiebeln, egal. Ich finde, manchmal schmecken die weißen besser, manchmal die roten. Bei jedem recht unterschiedlich, ja. So ein Gyros zum Beispiel finde ich weiße Zwiebeln besser. Also eins muss ich noch mal zu den Berliner Dönern sagen. Ich merke einfach, wie wichtig die Soßen sind. Und dann, wenn die Soße mal, sag ich mal, weniger ist und nicht so präsent, dann performen die auch nicht so gut. Und so einen Moment habe ich zwischendrin bei dem hier auch wieder. Sag ich euch ehrlich. Da haben die wahrscheinlich auch wieder sehr viel Fleisch dran gemacht wegen Kamerabonus. Dann stimmt das Verhältnis wieder nicht. Es ist zwar mehr Soße drin, aber hier ist es intensiver gewesen, finde ich. Der Soßengeschmack. Ja, ne? Weil die Soße hat so einen Wiedererkennungswert. Finde ich auch intensiver, ja. Holle, hast du das aber hier, diesen Aha-Effekt?
den du vorher nicht hattest? Bisher noch nicht. Nee? Das ist kein gutes Zeichen für euch. Ja, ich merke schon, ja. Gut, euch hat ja eben auch nichts gefehlt. Ich habe ein ähnliches Feeling, ich komme bisher nicht an. Es ist mal ein geiler Biss mit den Soßen oben auch. Hier hatte ich eben auch einen richtig geilen Moment mit den Soßen und so. Aber jetzt glaube ich, meine Diagnose, der Kamerabonus wird den zu verhängnis, weil zu viel Fleisch, zu viel Salat und dann stimmt die Soße mit dem Brot nicht mehr. So von der Komplett-Kombi. Aber trotzdem gut immer noch, ne? Immer noch gut auch, ja. Also der ist auf jeden Fall gut. Er ist nicht schlecht. Mhm. Er ist nicht schlecht. Aber ob er besser ist als Hissar, weiß ich noch nicht. Wenn ich hier wohnen würde, würde ich mit ihm auch aufgreifen. Safe. Alhamdulillah, warum ich nicht hier? Was sagt das andere Pärchen? Also ich finde den Döner, der ist nicht schlecht, der ist auf jeden Fall sehr gut. Was mich ein bisschen gestört hat, ich liebe es, wenn es cross ist, aber das ist schon zu extrem cross, dass wenn ich reinbeiße, dann öffnet sich das und die Soße kommt raus. Das stört mich schon. Aber an sich, der schmeckt Hammer, das Fleisch finde ich gut. Hätte ein Ticken crosser sein müssen, aber ist kein schlechter Döner, also der ist auf jeden Fall lecker. Okay. Ich hätte gern so einen Rotkohl, wie auf dem Bild. Und ich hätte gern auch 1000 Euro für zwei Döner. Da brauchst du einen anderen Arbeitgeber als mich. Ozan, möchtest du dieses Mal anfangen? Ich fange mal so an, ich hätte nicht gedacht, dass wir hier in der Ecke von Berlin so einen guten Döner essen. Auf jeden Fall Props dafür, also der Döner ist auf jeden Fall essbar und er schmeckt auch gut. Und jetzt verstehe ich, warum die Leute hier anstehen und warten auf diesen Döner sogar. Ich fand ihn sehr lecker, er war auf gar keinen Fall schlecht. Soßen waren in Ordnung. Ich mag es, wenn das Brot kross ist. Es war sehr kross, habe ich auch gefeiert, das ist ein Pluspunkt auf jeden Fall bei mir. Fleisch war schön durch, auch ein bisschen krosser als bei Hissar. Ja, es wird auf jeden Fall sehr, sehr knapp bei mir. Ja. Wenn ich Hissar 8,5 gegeben habe, gebe ich dem so eine 8,3. Ein Ticken unter Hissar. Aber der kommt schon sehr nah ran, finde ich. Interessant. Ja. Bilal, was sagst du? Ja, dafür, dass wir gerade am Ende vom Marzahn sind, ist es ein stabiler Döner. Die Soßen waren okay, aber haben nicht herausgestochen. Es waren so Standardsoßen. Und ich fand auch, das Curry hat nicht reingepasst in der scharfen Soße. Ja. Wo Hissar mehr Punkte hat, auf jeden Fall. Auch schon alleine der Rotkohl war besser geschnitten. Der war knackiger, da hatte ich richtig Biss drin. Ich hatte guten Biss die ganze Zeit. Und jetzt am Ende, wie man sieht, zu helles Fleisch. Jetzt vielleicht vereinzelt, aber hier ist alles hell, siehst du. Der hatte nicht mehr diesen guten Biss, den ich am Anfang hatte. Deswegen gebe ich dem stabile 7,7 Punkte. Oha. Oha. Also. Alles liegt an dir. Boah, ey, das ist echt spannend jetzt. Für mich ist eine ganz klare Sache. Die Schwächen und die Stärken sind fast gleich bei beiden Dönern gewesen. Zum einen hat man die Soßen, wenn die Soßen kamen, dann hat es gezündet. Dann hast du gemerkt, das ist es so nach dem Motto. Aber wenn die Soßen weggingen, du hast so gewartet, wann kommt das Fleisch schon rein? Wann kommt das und überzeugt mich richtig und zündet nochmal so den Katalysator? Das war bei beiden nicht. Also es war für mich wirklich ein ganz ähnliches Ergebnis. Aber es war hier mit diesen, ich warte jetzt, dass der Geschmack mich richtig trifft, war bei dem hier noch stärker, also im Negativen hin. Da habe ich noch mehr gewartet so. Er war nicht viel schwächer, aber ich würde auch, genau wie ihr, knapp darunter, ich würde eine 7,7 würde ich geben. Aber wir haben ja noch gesagt, wir haben noch ein Special in dieser Folge. Und zwar könnt ihr das jetzt noch mal rausreißen. Und zwar werden die Frauen von euch beiden jetzt selber einen Döner machen hier. Ja, ihr werdet selber einen Döner machen. Ja, und die Männer dürfen gerne, ihr kriegt gleich beide ein Mikro, dürfen gerne supporten, dürfen aber nicht anfassen. Nur die Frauen dürfen anfassen und die Männer sollen supporten, unterstützen und natürlich dementsprechend das Projekt dann auch nach vorne bringen. Ihr macht nur einen, wir werden den, das wird so ein bisschen Pilotprojekt, zu dritt teilen, sollen den Alu einpacken, einmal dritteln. Wir werden den dann bewerten. Das heißt, wir müssen wieder zwei Hälften essen, oder was? Nee, jeder isst nur ein Drittel. Aber die machen einen und die machen einen. Hast du ein Drittel von da und ein Drittel von da? Ja, wir haben jeder eine Hälfte. Du hast so gesagt, du kommst mit dem riesigsten Hunger hier an. Setz deine Sonnenbrille wieder auf, Fehler. Da merkt man nicht, dass du weinst. Dieses Mal, weil ihr quasi den Nachteil habt, dass ihr jetzt zweites dran seid, beginnen wir mit eurem Döner und danach... Wie, jetzt hier im Laden gehen die rein und machen den? Die machen jetzt selber, ja. Hinter der Theke? Hinter der Theke. Ja, okay. Feier ich. Wir müssen die Punkte gleich mal zusammenrechnen. 0,3 weniger, 0,3 weniger, 0,2 weniger. Das sind 0,8 Führung für Team 1. Ja, Junge, Mann. Hast du studiert oder was? Nee, ich hatte Mathe eine 5 immer. Stark aber. Tipp Nummer 1, kein Schaf nehmen. Banden, die zu Curry haltig. Kräuterknoblauch. Der eine ist Knoblauch nicht Fan. Wer? Ach so. Okay, Baba Boss. Daneben kommt mit Kräuter und ein bisschen knuspriger, braunes Fleisch und schön viel Soße. Oha, das wird schwer mit Messer, ey. Mit Messer und auch noch Königsdisziplin. Ich bin gespannt, ihr könnt loslegen. Wir müssen das jetzt, müssen da durch. Kein Problem, ein Drittel würde ich noch jeweils ein-, zweimal reinbeißen können. Besser als jetzt Bordsteine schleppen beim Straßenbau, oder? Da haben wir schon einen guten Job. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ei, 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 oha.
Oh, das ist nicht einfach, Leute. Das ist nicht einfach. Sie macht schon gut. Guck mal, das ist wirklich nicht leicht. Also ich wüsste nicht, ob ich es jetzt besser mache. Wahrscheinlich nicht. Guck mal, wie einfach die Dönermänner das immer machen. Man sieht das und denkt so, ja, easy, holt seinen Döner, snackt den weg. Ist schwer, ne? Olli, ich darf nicht mit eingreifen, wa? Nicht eingreifen, du hast nur beraten. Okay, okay. Schieb den noch ein Stück nach hinten. Ja, ja. Jungs, kriegt ihr einen Krampf, wenn ihr das seht? So, das tut weh, wenn man das sieht ein bisschen, ne? Aber das ist heiß. Wo ist Kräuter? Das erste? Wir nehmen nur das erste, weil das haben die nicht gemocht, Curry. Die Balance muss gedacht werden, Leute. Ja, das ist zu wenig, das ist zu wenig. Oh, da zittert aber jemand, ne? Da zittert jemand. Zeit, mach langsam. Applaus! Gerne an die Jungs, einmal könnt ihr den einpacken und einmal durch drei schneiden. Brot ganz anders als eben. Das ist nur außen so ein bisschen knusprig, darunter nicht mehr. Ist besser? Nee. Das ist nicht verkehrt. Das ist nicht verkehrt, ne. Aber du musst auch fair bewerten. Guck mal, zum Beispiel hier sehe ich das, dass dein Fleisch übertrieben dick ist, ne? Ist schon ziemlich dick. Also ist schon sehr dick und das schmeckt man auch. Macht gleich den Geschmack kaputt. Ja. Na, ich sag euch, verrückte Scheiße, aber ich finde den nicht viel schlechter als eben. Ehrlich. Aber wir haben auch alle ein anderes Stück gehabt, ne? Gleiche Probleme wie eben beim Döner, brauche ich gar nicht aufzählen. Fehlt teilweise ein bisschen Power. Die Soßenmomente haben auch ein bisschen gefehlt, wo irgendwie so der Extra-Wumms kam. Königsbiss ist jetzt auch nicht nichts Außergewöhnliches. Der Sesam kommt tatsächlich besser zur Geltung, weil es nicht ganz so tot geröstet ist. 7/10 würde ich geben. Okay, das ist stark. Hast du gut gemacht. Jetzt unabhängig davon, dass es ein nettes, sympathisches Pärchen ist, er sie super unterstützt hat, fand sie sehr süß. Jetzt einfach das mal wegschalten. Wegschalten. Ich habe mir gerade einen Döner bestellt und das ist der. Ich würde nicht mehr herkommen. Erstens ist Fleisch zu dick. Vorhin war okay, hier ist mir das zu wenig angeröstet. Auch wenn der Sesamgeschmack ein bisschen mehr durchkommt. Zu dickes Fleisch. Ich würde den Döner auf jeden Fall nicht noch mal essen. Dem Döner gebe ich 4/10 Punkten. Krass, so heftig schlecht. Der war leider echt katastrophal geschmacklich. Ich finde euch auch super cool. Ihr seid sehr sympathisch. Also ich kann mich da nur anschließen bei Bilal. Das Fleisch beim zweiten war es zu dick. Und wie gesagt, wenn Hackfleisch dicker ist, dann ist es Katastrophe. Also ich mag das gar nicht zum Beispiel. Dann kaust du, kaust du, kaust du und das passiert nichts. Also es ist so schwierig zu essen. Deswegen auch ein Downgrade bei mir. Ich hatte vorhin 8,3 gegeben, glaube ich. Und bin jetzt bei 6,2. Aber du hast die Mühe gegeben. Ich respektiere das. Vielen Dank für deine Mühe. Und ihr seid ein geiles Team. Macht weiter so. Das soll ich jetzt nicht so, keine Ahnung, demotivieren lassen. Döner schneiden sieht leicht aus, ist aber richtiges Handwerk. 100%ig. Also ich muss sagen, das war bei der ersten Partei ein bisschen besser. Sie misshandelt den Döner von den Jungs. Guck mal, die Jungs. Jetzt von unten, okay, die Taktik ist vielleicht nicht schlecht. Manchmal kann unten richtig Katastrophe werden. Dann ist das knobelig unten. Manchmal ist unten knobelig. Gut, der Move könnte nochmal kriegsentscheidend sein. Ist ein ganz knappes Game auch, Leute. Ihr liegt nur mit 0,8 eben vorne.
Keine Taschentücher, schon mal Minuspunkte. Also wenn ihr sagt, der ist gut, dann mache ich wirklich einen Dönerladen. Ja, auf jeden. Der erste Bissen, viel zu viel Salz. Viel zu viel Salz. Du hast auch gemacht. Salz drauf gemacht. Da hast du, glaube ich, noch Salz drin, oder nicht? Also nur mein Feedback von so einem dicken Stück Fleisch. Es mag sein, dass bei manchen Dönerläden das komplett Killer ist. Wenn ich das so runterbeiße, das ist so zartes Fleisch. Das beißt man trotzdem hier durch wie Butter. Das ist nicht so ein Sehnenstück oder so. Ja, also ich kann direkt Urteil abgeben. Genau wie bei dem Pärchen davor. Super sympathisch, hat nichts mit euch zu tun. Aber den Döner würde ich auch nie wieder essen gehen. Fleisch ist mir zu dick geschnitten. Ich gebe dem auch, weil der genauso schlecht war, 4 Punkte. Wenn ich den jetzt vom Dönerladen kriegen würde, würde ich mich beschweren. Die beiden Döner nehmen sich nicht viel. Auch hier das Fleisch ein bisschen zu dick, finde ich. Er war sehr gut gemeint und du hast dir auch sehr viel Mühe gegeben. Das muss man dir auch anerkennen. Ja, ich kann nicht mehr Punkte als ihm gerade geben. Ihm gerade habe ich 6,3 gegeben. Ich fand den sogar ein bisschen schlechter, weil ich auch gesehen habe, wie der geschnitten wurde und sowas. Also ich bin hier bei 6 Punkten. Also für mich habe ich eine Erkenntnis getroffen bei diesen Dönern, diesen Berliner Dönern. Und ich denke, jeder wird da zustimmen. Das sind Döner, die sind voller Qualität. Jetzt nicht das, was man sich wünschen würde. Da geht man hin, wenn man einfach auf Geschmack guckt und alles. Aber nicht schaut irgendwie, aus was besteht der Döner. Das ist für mich eine Geschmacksverstärkerbombe. Und diese Beschaffenheit vom Spieß, da ist für mich definitiv nicht so viel Feingefühl anscheinend nötig wie beim Japrak-Spieß oder so. Dementsprechend Fleisch ein bisschen dicker, hat mich jetzt nicht so gestört. Oh, puh. Im direkten Vergleich zum Pärchen eben war das Brot ein bisschen schlechter. Euers war in dem Sinne nicht kross genug, euers war für mich zu kross. Fleisch war auch ein bisschen schlechter bei euch noch. Ich gebe eine 6,6 bei diesem Döner. Das heißt, ihr habt trotzdem noch gewonnen. Geil! Glückwunsch! Oh, Dankeschön! Das ist danke, unser Ticket für Station. Danke, ja, schön. Freut mich. Dankeschön. Sehr gerne. Tut mir leid, Frau Hinti. Das tut mir leid. Glückwunsch. So, machst du bitte die Übergabe bitte mit sehr Kamera, gerne, dass wir alle sehen, dass es... Also. Ich würde der Frau geben. Ja, der Frau, die Frau. Gehört am Ende sowieso mir. Ja. Vielleicht kommen alle noch mal einmal zusammen. Ich sag an alle, danke fürs Dabeisein. Lasst gerne den Daumen oben knallen für den Aufwand, für das Format und Kommentar für eure Bewerbung fürs nächste Video. Macht euch alle einen schönen Abend. War schön mit euch. Dankeschön. Und auch die beiden Jungs in der Videobeschreibung abchecken, unbedingt. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Dankeschön.